Willkommen bei Borstens Beet im Dezember 2016. Wir gehen heute mal wieder in den Garten, das muss mal wieder was passieren. Es war ein bisschen Ruhe, weil es so kalt war und heute drehen wir mal wieder richtig auf. Los geht's! Hier stehen wir jetzt vor unserem Vogelfutterhaus und wir sehen, dass da unten ganz viel rausgepickt wurde, nämlich die Sonnenblumenkörner, den Rest, den mögen die Vögel irgendwie nicht, keine Ahnung, was das ist. Aber das macht uns nichts, das füllen wir jeden Tag auf und hoffen, dass dann die Vögel gut über den Winter kommen. Den vorderen Rand von unserem Beet und wenn ich die Kamera nach unten halte, dann seht ihr, dass hier der Übergang zu der Holztreppe vom Gartenhaus ist, die wir mit orangenem Kies aufgefüllt haben. Und die Idee ist, dass wir dieses Rasenstück, was hier bei dieser Flucht ist, auch noch ausbuddeln, hier vorne, damit wir das Beet um eine Länge von diesen Palisaden hier erweitern können, ungefähr bis hierhin. Und dann haben wir noch so einen halben Meter, so 60, 70 Zentimeter mehr Beet und den Rest werde ich dann wieder mit Kies auffüllen. Wenn wir den, der muss ich noch kaufen. So, wie ihr seht, die erste Hälfte ist zumindest schon mal entfernt, die Grasnarbe. Und ihr hört es auch schon, ist das sau anstrengend. Ich musste auch zwischenzeitlich die Mütze und die Jacke ausziehen, weil es dann doch sehr schnell sehr warm wurde. Aber es geht noch, das schaffen wir auch noch heute. Den Rest erspare ich euch jetzt und zeige euch gleich nur noch das fertige Ergebnis. Hier nun das Ergebnis. Alles ist komplett vom Rasen befreit. Und wenn wir uns das mal hier in der Flucht angucken, sieht es auch einigermaßen gut aus. Ich sehe gar nicht, ob man das gut sieht in der Kamera mit der Sonne. Als nächstes steht jetzt an, die Steine da zu entfernen. Geht der Scheiß wieder von vorne los. Und anschließend mit der Grabgabel einmal alles umgraben. Auch hier wieder das gleiche wie vorhin. Ich zeige euch nicht das komplette, das ist ein bisschen langweilig. Und ich habe jetzt glücklicherweise festgestellt, dass ich nur einen Teil dieser Fläche hier umgraben muss, weil der Teil, der ja auf der Rasenseite ist hier, der wird ja mit Kies aufgefüllt. Den muss ich ja gar nicht so tief umgraben. Da kommt ja nur Unkrautfolie hin und dann kommt der Kies drauf. Das heißt, ich mache nur hier drüben so ein Stückchen, wie immer, da so ein Stückchen hin. Das grabe ich jetzt komplett um und zeige euch dann am Ende, wie es ausschaut. So, liebe Freunde der guten Unterhaltung, wir sind fertig. Einmal umgegraben, ungefähr 60, 70 cm von einem Meter. Und da rechts sieht man auch das Übel. Ich habe nur an der Oberfläche ein bisschen gekratzt. Das ist ein ganzer Eimer voll mit Steinen. Und jeder, der mal ein Beet umgegraben hat, der weiß, dass das die Krätze ist, diese Steine. Jetzt lasse ich erstmal den Frost seine Arbeit tun. Der soll das Ganze ein bisschen auflockern. Und dann werde ich in den nächsten Wochen, wenn es nicht so kalt ist, nochmal umgraben. Bis demnächst. Tschüss.